Ich habe irgendwie gerade gedacht, es gibt so viele Kleinigkeiten, die ich in den Videos immer vergesse zu sagen. Und deswegen wollte ich gerade einmal ein kleines Video machen dafür, wo ich einfach mal ein bisschen was sage, was ich ständig vergesse zu erzählen. Ich habe jetzt einen Tumblr, einen Blog, einfach um da Bilder drauf zu klatschen, die mir im Internet begegnen oder die ich auf der Festplatte habe und von denen ich irgendwie immer denke, es ist zu schade, die da zu versauern zu lassen. Und ja, ich habe einfach Lust, mir sowas zusammenzustellen im Internet, so was man da noch angucken kann, wo man durchtumblern kann. Da ist aber auch wirklich random Stuff drauf, so richtig sehr random. Und ich habe einen Twitter-Account jetzt, einen, der mit meinem YouTube-Account verknüpft ist. Also ich hatte vorher auch schon Twitter, aber ich war nie sonderlich aktiv da und ich werde auch nicht in Zukunft jetzt jeden Tag einen Tweet schreiben, aber man kann dadurch halt ganz gut mal mit anderen kommunizieren und auch mal auf was antworten und das wird dann auch auf einen zurückgeführt. Das finde ich eigentlich ganz gut und deswegen habe ich mir jetzt einen neuen Twitter gemacht. Ich bin ja auch auf Goodreads, aber da bin ich eigentlich nur, um in der Project 10 Books Gruppe was zu posten und um meinen Lese-Status gerade zu updaten und meine Regale und so. Also ich stelle da keine Rezensionen hoch, weil ich einfach keinen Bock habe, die zu schreiben. Dann wollte ich noch sagen, ich habe jetzt 160 Abonnenten. Ich freue mich sehr. Und, ach ja, mein Name. Das ist immer voll süß, weil voll viele immer Annie K. Mars sagen. Aber ich habe das schon so gedacht, dass man das Deutsch ausspricht, also Annika Mars, weil mein richtiger Name ja Annika ist und ich wollte so einen cool aussehenden Zwischenbuchstaben, der für nichts steht. Da kann man sich dann denken, was man will, wofür das K steht. Und also Annika Mars einfach nur und aus dem Grund, dass ich gerne die Serie Veronica Mars gucke und da ist ja quasi, das klingt ja so ähnlich, ne? Veronica Mars, Annika Mars, ne? Ja, total schlau. Also Annika Mars. Und was noch? Ach ja, ich lese jetzt gerade Indian Killer von Sherman Alexie. Das ist das vierte Buch, was ich für meine Project 10 Books Challenge lese. Und ich habe gedacht, das wäre voll cool. Und ich habe mich voll darauf gefreut, das anzufangen. Und jetzt ist es irgendwie voll doof. Und ich bin jetzt erst auf Seite 50, also ich werde es noch nicht aufgeben. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass ich auf Seite 100 oder 150 keinen Bock mehr habe. Und das wäre echt scheiße, weil ich eigentlich nicht so gerne Bücher abbreche, aber naja, werden wir sehen. Ich finde das übrigens auch, also ich meine dieses Project 10 Books, ne? Es ist ja einfach nur, damit man seinen Sub abbaut. Dass man sozusagen nicht beim Kauf der Bücher hängen bleibt, sondern dass man auch welche davon abarbeitet sozusagen. Und ich glaube, Laura hat das in einem Video letztens ganz oder gestern ganz gut gesagt. Da hat sie gesagt, jetzt, wenn sie jetzt denkt, so, oh, ich will was bestellen, dann erinnert sie sich, nein, ich darf nicht. Und dann geht es auch. Das ist ja eigentlich der Sinn dieses Projekts. Und ich fühle mich auch jetzt nicht verpflichtet, irgendwie ein Strafbuch zu machen, wenn ich das Buch nicht leiden kann. Es geht ja nicht darum, dass ich habe jetzt nicht irgendwie einen Vertrag abgeschlossen oder so. Das sehe ich da alles nicht so eng. Und jetzt habe ich auch schon wieder 4 Minuten geredet und jetzt reicht es auch. Und das war's von mir. Auf Wiedersehen.